Wenn man mit seinem Erstlingswerk gleich ins Schwarze trifft, kann man stolz auf sich sein. Und Frank Sewert darf stolz sein, denn ihm ist mit seiner Wohnkabine auf dem Ford Ranger ein Treffer gelungen. Bei unserem Konzeptvergleich mit drei Pickups siegte die Kabine in Sachen Komfort deutlich. Kein Wunder, bietet sie doch gegenüber Dachzelt und Hardtop samt Klappdach auch mit Abstand den meisten Platz. Bevor wir uns den gleich genauer ansehen, drehen wir mit Martin aber noch mal eine Runde außenrum. Die Kabine von Frank Sewert Offroad und Outdoor ist übrigens eine Lübecker Firma, sitzt hier auf einem Ford Ranger. Der Ford Ranger ist ja 2021 eigentlich schon Auslaufmodell. Im kommenden Jahr kommt der neue. Das ist aber der Kabine im Prinzip egal. Die passt auch auf andere Aufbauten. Hier haben wir eine Extra Cab, also nur ein 1,5-Kabiner. Der Alkoven ist tatsächlich als Stauraum nutzbar und gar nicht zum Schlafen. GFK Sandwich in den Flächen, 27 mm stark das ganze Sandwich-Material. Und hier in den Kanten 3 mm stark ist verschweißtes Alu. Das ist wirklich robust. Also hier kann man auch mal einen ordentlichen Ast noch mitnehmen. Das macht der Kabine gar nichts. Die ganze Kabine ist sehr umfangreich ausgestattet. Also fast alles, was man hier sieht, gehört auch dazu. Die Markise gehört dazu. Wir haben hier eine Entlüftung für den Kühlschrank, damit es im Sommer innen nicht zu warm wird. Sehe ich ein bisschen kritisch, denn gerade über dem Reifen kommt auch Staub rein. Deshalb meine Empfehlung, dann auf jeden Fall bei Pistenfahrt hier den Deckel vormachen. Die Staukästen hier unten sehen zwar gut aus, gehören aber nicht dazu. Die muss man extra kaufen, weil sie eben auch fahrzeugspezifisch sind. Hier ist der Befüllanschluss für den Wassertank, der schön schwerpunktgünstig vorne unter der Bank liegt. Dann gibt es hier eine Tür, die bekommt in den späteren Baunummern auch noch eine Dreipunktverriegelung. Hier ist also noch nicht Entwicklungsende. Darunter ist die Stufe. Und wie immer bei solchen elektrisch ausfahrbaren Stufen, die hinter der Hinterachse sind, die sind in Minuten eingedreckt, eingesaut, eingestaubt und werden über kurz oder lang anfangen zu knirschen und zu knarzen. Aber irgendwie muss man da reinkommen. Dann geht es mit der Ausstattung hier hinten gleich weiter. Es gibt nicht nur einen Außenduschanschluss, sondern gleich derer zwei. Einen auf dieser Seite neben der Tür und einen auf der gegenüberliegenden Seite. Und da ist sogar auch noch ein serienmäßiges Duschzelt angebracht, hängt hier oben. Und dann kann man draußen frei duschen, denn es gibt innen keine Nasszelle. Innen ist nur Platz für eine kleine portable Toilette. Hier hinten am Heck geht das weiter mit der recht umfangreichen Ausstattung von der Kabine, die ein bisschen auch den Preis rechtfertigt. Es gibt zum Beispiel serienmäßig eine Rückfahrkamera, die sehr weit oben positioniert ist. Ich kann also gut gucken. Zurschienen sind montiert, da kann ich zum Beispiel noch einen Ersatzkanister anbringen. Das Ersatzrad ist immer noch an der Originalposition unten am Auto dran. Und was mir auch gut gefällt, es gibt eine Umfeldbeleuchtung, die rundum sehr viel gutes Licht macht, obwohl sie sehr klein ist. Hat mir echt gut gefallen. Das ist noch ein bisschen im Prototypenstatus, finde ich aber schon sehr spannend. Das ist ein klappbarer Fahrradträger, der auf Null verschwindet und den ich dann einfach hervorklappe, wird man zukünftig sicherlich auch so kaufen können. Und hier auf der Fahrerseite ist dann eben der zweite Anschluss für die Außendusche und von Wikiwood das Duschzelt. Dann habe ich hier mein Badezimmer draußen. Mit wenigen Handgriffen wird das Dach auf luftige 2,27 Meter Innenstehhöhe im Heck ausgeklappt. Im geschlossenen Zustand gibt es immerhin noch 1,38 Platz zwischen Decke und Boden. Das Aufstelldach wird tatsächlich nur benutzt, um Stehhöhe zu bekommen. Also das Bett baue ich nicht im oberen Bereich, sondern das habe ich hier unten. Ich kann, wenn ich alleine reise, auch einfach hier mehr auf der Pritsche mich langlegen. Muss also gar nichts umbauen und nur wenn ich zu zweit reise, dann baue ich das Bett weiter auf. Theoretisch könnte man auch sagen, ein Kinderbett findet im oberen Bereich noch Platz, denn schließlich sind wir hier mit einer Extra-Cab unterwegs und da passen ja auch ein bis zwei Kinder noch mit rein. Auf etwas mehr als 1,80 Meter Breite sind hier ganz viele pfiffige Details drin verbaut. Zum Beispiel hat dieser Tisch kein Tischbein. Das ist natürlich auf einmal sehr angenehm, weil ich mich gut drin bewegen kann. Der Schlossboden hier ist natürlich was ganz Elegantes. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass der auch lange hält. Was ich aber phänomenal finde, ist, dass es unglaublich viel Stauraum gibt. Also hier ist ein großes Fach, hier ist ein großes Fach, das bis nach unten weitergeht. Hier unter der Küche sind nochmal große Klappen. Also ich habe wirklich viel Platz zum Verstauen. Gibt eine Kompressor-Kühlbox auf der Seite. Und zeitgleich ist hier wahnsinnig viel Platz in der Kabine. Die Tür ist ein bisschen klein, da muss man den Kopf einziehen. Aber sobald man drin ist, ist das wirklich ein gigantisches Raumgefühl auf einem sehr kompakten Auto.
nehme ich jetzt mal die ganzen Polster beiseite, die übrigens eine gute Qualität haben, kann man gut drauf schlafen, auch gut drauf sitzen. Dann kommen wir zum einen in den Technikbereich und zum zweiten sieht man, wie das Bett gebaut wird. Wirklich schöne, schwere Polster. Hier vorne in der vorderen Klappe, da findet sich die gesamte Technik. Hier ist ein Wassertank verbaut. Hier in dem luftdicht verschraubten Fass steht die 2,8 Kilogramm Gasflasche für den Kocher. Geheizt wird ja mit Diesel. Hier neben ist die Elektrik sehr sorgfältig verlegt und auch alles gut beschriftet. Darunter steht dann die Batterie und der Warmwasserboiler. Warmwasserboiler und Batterie sind mir ein bisschen zu nah beieinander. Da wäre auch Platz, es anders zu machen. Die Heizung hat einen Luftschalldämpfer. Dementsprechend läuft sie sehr leise. Finde ich sehr angenehm. Das ist alles sehr gut zugänglich. Und hier auf dieser Seite ist das ausziehbare Bett. Das kann ich auch als Klappe öffnen zur einen Seite. Da habe ich immer noch sehr viel Stauraum unten. Und dann ziehe ich das aus. Klassischer Fall, halber Lattenrost. Ziehe das hier bis hier vorne aus und dann klappe ich einfach diese kleinen Beinchen aus, lege die Polster drauf, ich kann das sogar noch hier um die Tischfläche ergänzen und dann habe ich ein wirklich großes Bett, was in Sekunden gebaut ist. Die Maße 2 Meter lang, 1,45 breit, für zwei Personen passt das gut. Immerhin kommt die Kabine außen auf gerade mal 1,90 Breite, die Gesamthöhe beträgt 2,40 Meter. Astrid hat das Bett getestet und für gut befunden. Hier neben der Tür ist die gesamte Technik sehr zentral verbaut. Es gibt hier einmal ein Schaltpanel, wir haben einen Bordmonitor, es gibt ja auch eine Solaranlage. Das ganze Fahrzeug ist schon im Standard sehr umfangreich ausgestattet. Kleines Fach hier noch, selbst zum Standardumfang gehört diese kleine Taschenlampe. Also man merkt, hier ist auch wirklich ein Camper am Werk, der diese Fahrzeuge baut. Überall gibt es diese robusten Klappenverschlüsse, die extra nochmal getuned worden sind, damit sie nicht so scheppern beim Auf- und Zumachen. Also soweit geht die Detailliebe hier. Diese Luftheizung ist dabei. Was ein bisschen blöd ist, es gibt tatsächlich nur eine Beleuchtung aktuell, die alles aus- und anmacht. Da würde ich mir noch eine Leselampe wünschen. Das sollte machbar sein. Die Möbel sind CNC gefräst und überzeugen durch gute Verarbeitung. Hier in der Küche zeigt sich auch die Detailverliebtheit von Frank Seewert. Das hier sind keine Klappen, sondern Schubladen. Damit das aber alles einheitlich aussieht, wurden hier offensichtlich extra Scharniere angebaut, die man dann auseinandergesägt hat. Finde ich ein bisschen überflüssig, was aber absolut super ist. Das ist hier das Mülleimerfach. Einfach für eine Mülltüte, direkt neben der Tür. Sowas gehört in jedes gute Reisemobil. Ja, im Vergleich zum Dachzeltcamper und zu dem System von 5010 haben wir hier, glaube ich, das Maximum an Komfort erreicht und das symbolisiert die große Küche im Heck. Spüle mit warm und kalt Wasser, zweiflammiger Gaskocher, Platz für die Weinflasche und die Weingläser, unglaublich viel Stauraum. Trotzdem gucke ich nach draußen, aber hier ist wirklich schon drin Leben angesagt, wenn das Wetter draußen mal nicht mitspielt. Ist also schon ein richtiges Wohnmobil und kein Draußencamper mehr. Das Fahrzeug von Frank Seewert hat auch das größte Aufstelldach, dementsprechend auch das schwerste Aufstelldach. Es ist zwar eine GFK-Sandwichplatte, aber die Gasdruckdämpfer sind noch nicht die richtigen. Also zum einen muss ich sehr kräftig ziehen, dass es mir erstmal entgegenkommt. Und dann muss ich schon kräftige Schultern haben, um es oben zu behalten, bis ich den Stoff reingezogen habe. Und dann fällt es runter. Das geht besser, aber ich denke mal, bei einer Baunummer 1 ist das verschmerzbar. Das kann man auch ändern. Übrigens, wenn ihr selbst bauen wollt, es gibt die Kabine auch leer ab 10.900 Euro. Mit der gezeigten Standardausstattung startet der Preis dann bei rund 47.000 Euro. Und dann kommt natürlich noch das Basisfahrzeug dazu. In unserem Fall punktete der 170 PS 2 Liter Motor des Ranger mit günstigem Verbrauch. Der Ranger XLT schwächelte aber an anderen Stellen. Also diesen Ford Ranger merkt man einfach tatsächlich jetzt ein bisschen sein Alter an. Im direkten Vergleich mit dem Toyota Hilux und dem neuen Isuzu D-Max, den wir jetzt hier im Vergleich dabei haben, ist das auch ein bisschen unfair. Er ist nochmal der älteste Kollege hier im Feld. Hier ist er auch noch sehr
einfach ausgestattet. 6-Gang-Schaltgetriebe und hier so die Basis. Das Display ist tatsächlich winzig, aber das macht aus dem kein schlechtes Auto. Er ist allerdings so ein bisschen treckermäßig unterwegs. Hat nicht den kräftigsten Motor, dementsprechend braucht auch so ein bisschen Überzeugungsarbeit, um vorwärts zu fahren. Ansonsten ist mir aufgefallen, der hier hat deutlich weniger Ablagen als die anderen beiden. Also normales Handschuhfach, Türablagen und hier oben noch was für die Sonnenbrille und das war's dann aber auch schon. Cupholder und eine Mittelarmkonsole hier. Ja, da finde ich, da geht in so einem großen Auto eigentlich ein bisschen mehr. Was mir aufgefallen ist und was mir nicht gut gefällt, ist, dass mit den Standardspiegeln es wirklich schwierig wird, nach hinten zu gucken. Also da ist halt die Kabine hinten drauf und die nimmt mir hier schon ziemlich die Sicht. Also ich muss hier so weit mich rauslehnen, um wirklich noch gerade vorbeigucken zu können. Ein bisschen breitere Spiegel würden da sicherlich Abhilfe schaffen. Bei unseren Fahrmanövern benahm sich der Ranger dagegen tadellos. Die Vollbremsung absolvierte er trotz seines Leergewichts von über 2,7 Tonnen gut. Und auch sonst gab es nichts zu meckern. Das Fahrverhalten an sich finde ich gut. Wir haben nicht dieses Problem von Alkovenmobilen, dass sie anfangen zu nicken. Das ist einfach der große Vorteil von diesen Fahrzeugkonzepten mit den Aufstelldächern, die schön niedrig sind. Also es fährt sich wirklich gut, auch Lastwechsel, auch das Bremsen. Da habe ich mich an keiner Stelle unsicher gefühlt. Also das ist ein schönes Fahrgefühl. Und der Ford Ranger ist trotz seiner Jahre wirklich einfach immer noch ein sehr komfortables Auto. Also ich sitze hier gut, ich fühle mich wohl, ich habe einen guten Überblick. Also da gibt es nichts dran zu meckern. Es ist eine stimmige, runde Geschichte. Und wenn ich mal wieder in Erinnerung rufe, wie viel Platz hinten in diesem Wohnraum drin ist, dann bin ich verblüfft, wie klein sich das Auto jetzt fährt, wenn ich unterwegs bin. Also so eine nachgerüstete Rückfahrkamera von Frank Sebert, das hier eingebaut hat, das finde ich richtig gut. Denn bei dem relativ vergleichbar großen Kasten, den wir hier mit uns rumfahren, hinten drauf, im Vergleich zu den anderen beiden zumindest, braucht man einfach irgendwie einen Blick nach hinten, wenn man rückwärts einparkt oder wenn man mal wendet, auch im Gelände, ist das super praktisch. Das gefällt mir auch richtig gut. Das ist hier schön zentral, Allrad, Untersetzung, Differentialsperre, alles gut erreichbar. Und ich muss hier nicht irgendwo im Dunkeln unten suchen und gucken, wo ist jetzt der Schalter, auf welcher Stellung ist er. Das finde ich gut gelöst bei dem Ford Ranger. Im Gelände machte der Sewert Ranger alles klaglos mit. Allerdings war er im Vergleich zum neuen D-Max eher steifbeinig unterwegs. Wir merken es jetzt gerade und holpern so ein bisschen über den Feldweg. Das Pedals-Fahrwerk, was hier als Option verbaut worden ist, finde ich nicht so beeindruckend. Das ist schon ein sehr steifes Fahrwerk geworden. Das geht tatsächlich wahrscheinlich auch besser. Merkt man ja im Vergleich zum Isuzu D-Max, der schon im Serienzustand eine super weiche, weichfedernde Hinterachse hat, sehr viel stärker verschränkt ohne Zusatzfahrwerk. Also da bin ich sehr beeindruckt von. Das hier ist eher Modellbrett und wir brauchen in jedem Fall die Hinterachssperre, um in dreidimensionalen Passagen weiter vorwärts zu kommen. Wir dürfen also gespannt sein, was der neue Ford Ranger können wird. Er entsteht in Kooperation mit VW, die gleichzeitig auf derselben Basis einen neuen Amarok präsentieren wollen. Es ist also immer noch Bewegung im Pickup-Markt. Wer günstiger reisen will, sollte sich aber noch den alten Ranger sichern. Der Preis unserer getesteten Kombination? 94.000 Euro. Das ist mehr als fair für ein komplett reisefertiges Auto, das alle 4 Jahreszeiten genutzt werden kann. Noch ein letztes Wort zum Thema Qualitätseindruck. Von der Kabine und dem Aufbau bin ich eigentlich sehr angetan. Es gibt ein paar Kleinigkeiten, aber wenn man überlegt, dass das die erste Kabine ist, finde ich das schon sehr gelungen. Während ich hier vorne im Auto sitze, gucke ich allerdings die ganze Zeit auf einen Punkt, der mir doch ein bisschen Kopfzerbrechen macht. Nämlich diese schöne Konsole, die sehr weit hier rüber geht. Die ist zwar auch abgerundet, aber hier drüben kommt im Zweifel der Airbag raus. Und ich weiß nicht, ob die nicht miteinander kollidieren und man das vielleicht nicht einfach lieber hier oder hier abtrennen sollte. Da muss man Fachmann was zu sagen. Da bin ich mir selber nicht ganz sicher. Ist aber auch ein Punkt, der schnell geändert werden kann. Wenn ihr euch grundsätzlich für das Thema Pickup interessiert,
Dann schaut mal in unseren Kanal. Dort haben wir noch viele weitere Fahrzeuge dieser Klasse getestet.